Der Rosenmontagsumzug in diesem Frühjahr. Das Ausmaß der Corona-Pandemie war trotz aller Hinweise bei vielen noch nicht ganz angekommen. Das ist mittlerweile anders. Bilder wie diese wird es wohl in der nächsten Saison nicht geben. Zumindest wenn es nach Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geht. Er könne sich Karneval mitten in der Pandemie nicht vorstellen, sagte er in einer Telefonkonferenz. Mit Einschränkungen für die kommende Saison haben Vertreter von Karnevalsverbänden bereits gerechnet. Eine Komplettabsage, glaube ich, sehen wir so und jetzt auch meine persönliche Meinung noch nicht. Denn wir sind daran interessiert, dieses Kulturgut auch weiterzuführen und dem Ganzen eine Plattform zu bieten. Weswegen wir aber jetzt mehr oder verstärkt nächstes Jahr auf Online setzen werden. Auf den Straßen der Karnevalshochburg Mainz zeigt sich Enttäuschung, aber auch Verständnis. Lieber jetzt absagen, als dann irgendwie warten und die Leute das vorbereiten lassen und dann im Januar oder so absagen. Ich habe es befürchtet, aber werde sehr, sehr traurig und ich finde es schlimm, also dass das so weit kommt. Ich finde es sehr schade, aber auf der anderen Seite ist es klar verständlich. Ich meine, besser Vorsicht als Nachsicht und vielleicht übernächstes Jahr dann. Karneval so wie sonst, das geht nicht. Da sind sich alle einig. Die Veranstalter und Verbände wollen jetzt kreativ werden. Denn neben wirtschaftlichen Interessen steckt für sie vor allem eins in der Fasnacht. Viel Herz und Leidenschaft. Über das Thema möchte ich jetzt mit Klaus Ludwig Fess sprechen. Er ist Präsident des Bundes Deutscher Karneval. Herr Fess, Sie haben sich selbst auch schon gegen eine Absage ausgesprochen. Aber beim Karneval, da fließt der Alkohol, es wird geschunkelt und gefeiert. Wie wollen Sie da Ansteckungen verhindern? Ja, natürlich haben wir schon vor vielen, vielen Wochen eine Abfuhr jetzt erteilt, weil wir natürlich sagen, diese pauschalen Absagen können wir so nicht in allen 16 Bundesländern haben, weil wir schon seit Wochen daran sind, Hygienekonzepte zu entwickeln. Wir haben Empfehlungen ausgesprochen für unsere Mitgliedsvereine und das sind ja doch mehr als 5.500 Mitgliedsvereine jetzt in Deutschland, in allen 16 Bundesländern und wir versuchen da natürlich noch einmal zu schauen, wie können wir Indoor-Veranstaltungen eventuell umsetzen, wie können wir Outdoor-Veranstaltungen umsetzen. Wie sieht Ihr Hygienekonzept, wie Sie es gerade schon gesagt haben, aus? Ja, es wird natürlich so sein, dass wir den Karneval oder die Veranstaltungen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben in Deutschland, natürlich so nicht mehr jetzt umsetzbar wären. Das heißt, wir müssen natürlich verkleinern. Wir haben natürlich das Problem, dass wir regionale unterschiedliche Genehmigungsbehörden auch haben, die natürlich zusätzliche Auflagen auch machen. Es hat natürlich auch was damit zu tun, wie stark der jetzt Infektionsbereich dann in diesen Regionen halt stattfinden wird. Das ist natürlich jetzt im August sehr schwierig zu beurteilen für Januar, Februar. Das sind ja noch ein paar Monate. Aber wir versuchen da natürlich auf Abstand zu gehen. Es wird sicherlich nicht mehr so sein und dazu haben wir auch klar Stellung bezogen in unseren Mitgliedsvereinen, dass es also dieses Schunkeln, dieses Umarmen, was diese Herzlichkeit eigentlich ausmacht, es sicherlich so nicht geben wird. Es wird natürlich ein Konzept sein mit Mundschutz, es wird mit Abstand sein und natürlich auch dort, wo organisatorischer Karneval stattfindet, sicherlich auch Alkoholverbote. Das heißt, diese höherprozentigen Dinge, so zum Beispiel ab 15%, die werden wir an unseren Veranstaltungen sicherlich nicht sehen, weil das enthemmt natürlich dann auch die Besucher. Und klar ist natürlich, dass der Bundesdeutsche Karneval mit allen Mitgliedsgesellschaften natürlich die notwendigen Maßnahmen zum Gesundheitsschutz auch selbstverständlich unterstützt. Da haben wir ja schließlich auch eine Verantwortung gegenüber unseren Gästen. Jetzt sagen Sie gerade Karneval, möglicherweise mit Alkoholverbot, mit Masken, ohne Schunkeln. Was ist das für ein Karneval? Es ist ein anderer Karneval. Aber man muss natürlich auch sehen, wo kommt der Karneval her? Wir sind ein Kulturgut, wir sind ein immaterielles Kulturgut in verschiedenen Regionen der Bundesrepublik. Wir müssen halt natürlich nochmal zurückkommen zu unseren Ursprüngen. Und ich denke, das ist nicht unbedingt ein schlechter Karneval, eine schlechte Fastnacht zum Beispiel. Ich denke, dass wir sehr viel Kreativität natürlich aufzeigen müssen, aber es ist machbar.
Und auch in einem kleineren Rahmen kann man unser Brauchtum sehr gut feiern, wobei wir natürlich auch schließlich gegenüber unseren Aktiven, unseren Kindern, Jugendlichen natürlich auch eine Mitverantwortung haben. Und man darf natürlich eins nicht außer Acht lassen, dass gerade das Ehrenamt auch im sozialen Bereich sehr aktiv ist. Und wenn das wegbrechen würde komplett, hätten wir natürlich ein Riesenproblem. Und ich glaube nicht, dass ein Bundesminister oder auch die Ministerpräsidenten der einzelnen Länder es haben wollen, dass plötzlich vom organisatorischen Karneval, von der Organisation her, es zu einer Geschichte ausartet, dass immer dort, wo sie Verbote halt aussprechen, wird sich irgendetwas anderes finden. Und das ist natürlich dann nicht mehr planbar. Und ich denke, dort ist das Gesundheitsrisiko dann wesentlich höher, als wenn wir es verändern und sicherlich in eine andere Session starten. Kreativ sein, den Karneval verändern. Wir haben vorhin auch im Beitrag schon den Vorschlag gehört, dass es viel mehr online stattfinden muss und im kleineren Kreis. Wie genau kann man sich das vorstellen? Ja, zum Beispiel, wenn wir jetzt im Freien bleiben, wir haben den 11.11., wir haben vielleicht Umzüge, Rosenmontagsumzüge, Karnevalssonntagsumzüge. Das kann natürlich in den neuen Konzepten nicht mehr so stattfinden, dass sich natürlich die Menschen regeln, dann Seite an Seite. Das wird sicherlich so nicht stattfinden, aber wir können zum Beispiel Tribünen, man kann in kleineren Ortschaften zum Beispiel auch dann vor Seniorenheimen, vor Kitas, vor Schulen fahren, einzeln dann die Dinge aufführen, die Kamelle auswerfen. Man kann zum Beispiel auch, wie im Vergleich zu den Sternsingern, Haus zu Haus gehen in kleineren Ortschaften, im ländlichen Raum zum Beispiel, klingeln, Kamelle verteilen jetzt an der Tür. Es gibt so viele Möglichkeiten, man muss da wirklich kreativ sein und das ist auch nicht schlecht, das ist auch Karneval, das ist unser Brauch eigentlich. Es wird ja im Moment viel diskutiert, auch über Gäste in Fußballstadien, bei Konzerten, im Kino oder Theatern. Ist das für Sie alles vergleichbar mit dem Karneval? Nein, das kann man, denke ich, so nicht vergleichen. Es ist schwierig, natürlich hier eine Vergleichbarkeit herzustellen. Wir sind zum Beispiel nur vom 11.11. oder um den 11.11. bis Aschermittwoch. Wir sind im christlichen Kalender auch verankert. Es wird einen 11.11. geben, es wird Aschermittwoch geben, es wird Rosenmontag geben. Und das, was in Stadien passiert, was jetzt der DFB will umsetzen, das kann man nicht eins zu eins rüberschieben auf den Karneval. Das kann man nicht drüber stülpen. Wir sind ein Kulturgut, wir sind ein Brauchtum. Und ich denke, wir sind dadurch, dass wir auch ganz anders aufgestellt sind, auch ehrenamtlich aufgestellt sind, mehr als 95% unserer 2,6 Millionen Mitglieder, die ich ja vertreten darf, sind Ehrenamtler. Das kann man so nicht vergleichen, auch nicht mit den Gästen. Der Karneval, ein regionales Brauchtum. Viele Teile Deutschlands kennen ihn tatsächlich nur aus dem Fernsehen. Glauben Sie, dass das auf Verständnis stoßen würde, wenn jetzt regionale Feierei, regionaler Karneval eventuell wieder zu Corona-Ausbrüchen folgen würde? Es ist natürlich so, wie gesagt, unser Brauchtum, unser Brauchverhalten, unser Feierverhalten ist natürlich regional, wie Sie schon richtig gesagt haben, unterschiedlich zu bewerten. Wir müssen dann klar differenzieren, sind wir jetzt in einer Karnevalshochburg, in einer großen Stadt oder sind wir jetzt im ländlichen Raum natürlich auch. Es ist natürlich ganz, ganz schwierig, da Stand heute explizit zu sagen, wie sieht es aus oder wird das ein Hotspot? Ich verwahre mich auch immer davor, gleich zu sagen, jetzt ziehen wir dann die Schublade raus und sagen, ja, in Heinsberg ist das ja passiert, das war der Hotspot für Karneval. Da wehre ich mich noch sehr dagegen. Sicherlich, wir können nicht zu 100% garantieren, dass eine Veranstaltung, egal wie die jetzt auch aussehen mag, auch unter allen Hygiene- und Abstandsverhaltensregeln zu eventuell einer jetzt Infizierung kommt. Das kann uns aber auch überall passieren. Das hat nichts ausschließlich mit dem Karneval zu tun. Und nochmal, wir bieten Menschen was an und gerade in der grauen Zeit, also sprich ab Herbst, wenn es beginnt, ist das ein Lebensgefühl, was wir den Menschen
bringen. Und wenn wir es nicht tun, werden es andere tun und das ist nicht organisiert. Und dann haben wir, denke ich mal, im Herbst und im Winter plötzlich ein anderes Ansteigen von solchen Zahlen, wie das sicherlich im organisierten Karneval stattfinden würde. Und ich glaube noch nicht einmal, dass wir da zu einem Hotspot plötzlich werden. Das war Klaus Ludwig Fest zu einer möglichen Karnevalsabsage in der kommenden Saison. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich habe zu danken.